Christi Schell, so etwas Wunderbares. Das ist so eine tolle Ergänzung. Die Jukebox in Menschenform, die funktioniert hervorragend. Die Covers sind so interessant. Es sind 200 verschiedene Platten, die man aussuchen kann. Und die Rapid-Freunde Geiss haben das übernommen, an jedem Standort die Kiste zu bringen. Wenn wir alles mobilisiert, sind etwa 15. Und jetzt sind ja wieder etwa 6 da. Einer davon ist schon verreckt, das wären mal 7 da. Nass, kalt. Ob das eben ist wieder nicht gelaufen. Aber sonst, wir sind da. Brech, siehe ich, Moko! Jetzt da müssen, das ist dann auf dieser Seite. Jetzt müssen wir sie genau noch kehren. Töne, die schräg aufeinander zusammengewürfelt werden. Ja, zum Beispiel von jedem Standort, wo die Lady ist, habe ich eine Single produziert. Kann man da hören, wie es dort tönt, wenn die Lady nicht dort ist. Jetzt tun wir sie auf. Okay, jetzt gibt es eine kleine Umbaupause. Es war ein bisschen schwierig am Anfang, um da zu kommunizieren, was die Idee ist. Das Geräusch, Musik, alles hat eigentlich Platz drin. Einfach so tönt es bei uns im 2013 im Appenzellerland. Auch dort hat es so eine Hartnäckigkeit gebraucht, oder, wo bis da so beieinander war und Leute animieren, um etwas zu machen. Es hat so wie einen Grundsound gegeben. Also man kann schon sagen, man hat das Appenzellerland so eine Tonbestandesaufnahme. Ein Fall für zwei, der ist ja gut. Yeah. Wenn mich überzeugt, zum Mitmachen, weil ich auch eine Platte drin habe. Das hat mich schon überzeugt. Und einfach ein bisschen, weil wir das Gefühl hatten, dass ein oder Blausch so etwas machen. Das hat mich schon überzeugt. Ist gut. Alles da. He? Jetzt kann man dann hier einordnen, dann gibt es die ganze Reihe noch. He? Ja, die läuft, tun wir immer hier oben hin. Jetzt kannst du sie da vorne hin tun, den leeren Platz, oder? Und dann kommt sie dann. Euro 3. So. Es hat jetzt heute nicht viele Leute gehabt und ich hoffe jetzt, dass sie ein bisschen die Runde macht und dann, dass sie auch dann gebührend empfangen werden in den Dörfern. Thank you.